Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check vom Ligavo Toxlink 4:4. Ich werde mal das alles hier so ein bisschen wegmachen. Ja, nicht wundern, es sieht sehr chaotisch hinter meinem Fernseher aus. Es ist wirklich viel Technik zusammengekommen über die Monate und Jahre hinweg. Ach, jetzt muss ich nur sehen, dass ich das hier alles irgendwie verstaut bekomme. Och Gott. So, der kann weg. Die Lichterkette erstmal hier rum. Ich habe auch extra mit Absicht nichts vorbereitet, dass ihr seht, dass hier alles ungeschnitten ist, dass ich das live mit euch anschließen werde. Muss ich nur gucken. So, da ist meine Steckdose mit den ganzen kleinen Produkten. So. Und bevor ich das erstmal mache, werde ich hier erstmal so den Strom ziehen. So. So. Den erstmal wieder ranmachen. So. Jetzt muss ich nämlich erstmal, ehe ich jetzt hier durcheinander komme, weil sind ja viele Kabel dran. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wo ist denn hier Output? Wo ist ein Input? Das ist alles Output. Das ist Input. Das sind die zwei Input. Die vier Input. Okay. Input. Ist das A auch? Nicht, dass ich was falsch mache. Input 1. So. Den werden wir jetzt auf In 1. Na. Mal gucken, wo ist denn hier das Viereck? Da oben. So. Und ich kann euch wirklich nur raten, wenn ihr Kabel benutzt, kauft, irgendwas dergleichen. Oh, der ist schwer. Oh, der ist schön fest drauf. Schon mal ein deutliches Pluspunkt. Ein deutlicher Pluspunkt. Meine Fresse. So, dann haben wir hier Input. Ach so, das 4. So, das ist ja die PlayStation 4, das muss auf 4 auch gemacht werden. Das ist 3. Das ist die PlayStation 3. So, was waren auf den anderen Bäden? Ja, ich mache erstmal die Outputs. So, das ist Output A, das ist für Aufnahme und Aufnahme ist Headset. So, alles fest, cool. A. So, Aufnahme mache ich auch gleich wieder auf A. A bleibt Aufnahme. B ist die Dolby-Anlage. Und da wir ja hier ein D haben für Dolby, einfach mal, so mache ich mir kleine Eselsbrücken. Ihr könntet natürlich komplett anders klemmen, aber ich mache es auf D. So, dann brauche ich, ach, wo habe ich denn den jetzt wieder hingeklatscht hier? So, jetzt muss ich mal kicken, Leute. Ich habe hier nämlich, wo ist er? Da. Ich habe ja hier schon etwas Technik angeklemmt. So, dann können wir den abmachen. Da hatte ich nämlich diesen Zweierverteiler hatte ich hier dran. Von Ligavo, der einen Toxlink auf 2 verteilt hat. Den kann ich jetzt erstmal abmachen.
Passt der überhaupt? Reicht der von der Länge? Nee, der reicht von der Länge nicht. Dann müssen wir... Na, nun komm. Ach, Mist, komm da ab hier. So, ab. Da müssen wir den nehmen. Ich überlege gerade, welcher das ist. Ach, das ist der. Genau. So. Das ist der Input. Jetzt weiß ich auch, welcher das ist. Das ist der. Und den machen wir auf 2. Und dann bleibt nur noch der übrig. So, den stellen wir mal hier unten hin. Und der ist vom Dolby Receiver. Und da leuchtet auch gerade Licht, weil gerade Ton kommt. So, den machen wir auf 1. So, haben wir? Haben wir. Haben wir. Haben wir. Das ist auch dran, das ist auch dran. Dann müssen wir den natürlich jetzt hier unten. Wieder anschließen. Hoppala. So. Und viele haben sich gefragt, warum ich das mit den optischen so gemacht habe, wie die jetzt momentan ist bei mir. Das ist ganz einfach. Ich habe, wo haben wir, den zweifach, also einmal Toxlink zu zweimal gemacht, weil ich den Ton von hier unten zweimal brauche. Einmal, dass er hier hoch geht, praktisch zu dem alten, dass ich ihn auf dem Headset habe, und einmal ging er runter zum Hauptaug. Da ich jetzt ja hier nicht nur zwei Ausgänge bei dem neuen habe, sondern 4, werde ich den jetzt wieder direkt hier oben lassen und von hier einfach einen direkt zum Hauptaug machen. Den werde ich dann auf C machen oder auf B, und dann kann ich da auch jederzeit jeden Ton ins Hauptaug leiten, den ich im Hauptaug haben will. So, jetzt muss ich erstmal gucken, welcher ist hier. So. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Ah, hier ist irgendwo was straff. Welcher ist es? Der ist es nicht. Ist es der? Der ist es auch nicht. Dann ist es der. Der ist es. So. Einmal Strom weg. Den werden wir hier gleich mal ranmachen, dass ich das auch nicht vergesse, welche Gerät das ist. So. Weil wenn, dann wollen wir das ja auch akkurat abbauen. So, und dann fehlt uns noch einmal Strom. Wo haben wir den denn gehabt hier? Da, das ist der. Müssen wir mal gucken, wo der hingeht. Oh, Gottes Willen. Ich habe eindeutig zu viel Kabel hier rumliegen. Hoppala. Das war meine PlayStation-Kamera. So. Und das müsste einer von denen sein, glaube ich. Könnte aber auch der sein. Ja, der ist es. So, den werde ich ja auch gleich festmachen. Wo haben wir denn den Strom? Da haben wir Strom. Ein paar Mal rumgewickelt, dass es auch nicht abhanden kommt. So, jetzt brauchen wir natürlich noch den Strom. Von dem neuen. Wenn ihr da Fragen zu meiner Verkabelung, warum und weshalb, haben wollt, einfach nur fragen. Ich werde euch die Fragen, so gut es mir geht, beantworten. Einige haben ja auch gefragt, warum ich diese Doppelweiche gemacht habe, über, dass ich den HDMI-Ton von hier abgreifen kann, beziehungsweise von hier nochmal einmal ins Hauptaug leite. Also vorher habe ich sie gemacht vom Matrix gleich ins Hauptaug geleitet. Jetzt werde ich das alles vom hier aus direkt ins Hauptaug leiten, weil... Wenn man mit der PlayStation 3 mit HDMI aufnimmt,
Da ich ja die PlayStation 3 auch mit HDMI aufnehme, wer das wissen will, schreibt mir einfach. Ich habe auch ein paar Videos zu gemacht, da gibt es auch noch eine andere Methode. Da mache ich aber, werde ich auch kein Video zu machen, dann schreibt mir einfach an. Ist das Problem bei einigen Spielen, ist es so, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ist es so, dass denn, wenn ich mein Mikrofon mit dazu leite, dass ich mich dann total Mickey-Maus-mäßig anhöre. Das Spiel ist Top-Sound, aber ich nicht. Ist auch nicht bei jedem Spiel. Und bei diesen Spielen, ich mache dann mal eine Probeaufnahme, bei den Spielen, wo das ist, da leite ich dann in Zukunft hiervon, vorher habe ich von da unten geleitet, den Ton über optisch ins Hauptaug und sage dann einfach beim vorm Aufnehmen, beim Einstellen, Bild HDMI, Ton optisch. Und schon habe ich dieses Problem nicht mehr. So. Jetzt schließen wir den hier einfach mal an Strom an. Achso, ich bin ja noch gar nicht fertig, fällt mir ein. Ich muss ja jetzt von hier oben auch noch ein zum Hauptaug. Ach, der zum Hauptaug habe ich ja, glaube ich, schon, oder? Ist der noch dran am Hauptaug? Ja, der ist noch dran am Hauptaug. Den brauche ich nur. Das ist leider nur so ein dünnes Kabelei. Ach, Mensch, jetzt muss ich das hier auch noch irgendwie wieder hingebacken kriegen. Da ich das hier hoch durchpeitsche. Oh Gott. Na komm doch. Na. Geh da oben raus. Ich glaube, er ist oben raus. Er müsste oben raus sein. Rein theoretisch. Oh, es fällt mir hier alle drüber runter. Ja, er ist hier raus. Und müsste rein theoretisch jetzt von der Länge auch. Naja, fast. Fast reicht. Doch, reicht von der Länge. So, und den mache ich jetzt einfach. Den nehmen wir mal hier rüber. Jetzt mache ich die Stromkabel wieder da hinten hin. Das sind dann noch ein Stromkabel über. Welcher ist denn das denn? Der ist, achso, von der Lampe. So, dann auch mal wieder ranbauen. Hatte ich nämlich vorher keinen freien Platz mehr. So, und wo haben wir den jetzt? So, mal hier nur gucken. Das ist er nicht. Ach ey, ich und mein Kabel hier. Will. Hier ist er. So, jetzt werde ich den einfach an Output, was machen wir, B. Ich würde sagen, wir machen B. Ne, wir machen an C für Capture. Wir machen den an C für Capture ran. So, leider nur so ein dünnes Kabel, hält von 12 bis Mittag, aber für die Not, für momentan, reicht es erstmal aus, bis ich mir wieder neue bestellen kann. Ich will mir von Ligavo sowieso noch die HDMI-Kabel alle kaufen. Und da werde ich dann nochmal in, später, wenn ich das mir zusammengespart habe, werde ich dann nochmal ein Video machen über die ganze Verkabelung und erklären, von wo welcher optische, von wo welcher HDMI und warum diesen optischen und diesen HDMI-Kabel. Da werde ich dann ein etwas längeres Video machen. Das kommt aber erst später. So, jetzt werde ich meinen Fernseher wieder so hinstellen, wie er steht, stehen soll. So, bis fast nach vorne. So, ich hoffe, ihr könntet gleich vernünftig sehen. Ja, oh, der passt hier sogar besser runter als der andere. Der war ein bisschen größer. So, na komm, Kabel zurück. So. Na. So. Also der passt hier schon mal ein Stück weit besser runter, weil der andere ein bisschen größer war. Da war das dann manchmal ein bisschen problematisch. Ich muss mir die Kabel jetzt irgendwie wieder zurückschieben, so, dass er auch gerade steht. So, und jetzt, wie zeige ich euch das? Ah, mit der Dolby-Anlage. Mit der Dolby-Anlage werde ich euch das präsentieren. Da werde ich aber jetzt mal noch, um euch das wirklich gut präsentieren zu können. Uppala. Brauche ich jetzt noch meine Fernbedienungen. Um euch das wirklich
so zeigen zu können, dass ihr da auch durchseht und das versteht. So. Ich mache jetzt erstmal PlayStation 3 und PlayStation 4 an. Achso, dann brauche ich ja noch mein Stromteil. So, die Dolby-Anlage und die Teufelbox. Dolby an. So. Jetzt habe ich... Oh, kommt schon Ton an. So. Jetzt, wie hatte ich das gemacht? Das ist Aufnahme. Das Capture, D ist nix und B ist die Dolby-Anlage. So, jetzt sage ich einfach B. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Also der PlayStation 4 Sound, hört das, kommt schon an. Jetzt sage ich einfach, hier unten seht ihr B. Ich sage jetzt einfach B und, was war Receiver? 1, glaube ich. B, 1. B, 2. Habe ich da überhaupt Ton angemacht? Ja, der Ton müsste eigentlich gehen. Warum kommt da jetzt kein Ton? Habe ich den rausgeruppt? Das kann natürlich auch sein, dass ich den optischen jetzt aus der Dolby-Anlage rausgeruppt habe. So. Gehen wir mal hier auf Switch. Switch, Switch. Und hier dann auch nochmal B1. B2. Ach nee, B bin ich bescheuert. Ich hab doch D für Dolby-Anlage. D1. So. Und das ist jetzt praktisch Film, aber über die Dolby-Anlage. Jetzt werde ich euch... Na gut, das wären alle. So. Ich habe jetzt auch Spiele umgeschalten. Und jetzt schalte ich hier auf meinem HDMI. Wieso habe ich denn jetzt keinen Ton? Wieso habe ich jetzt keinen Ton? Ist das der Fernseher, den ich da hochgeleitet habe? Ich habe doch den Fernseher gar nicht, oder? Habe ich da einen optischen dran? Ne? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, da ist ein optischer dran. Ne? Aber wo geht denn der hin? Der geht doch, glaube ich, nirgendwo hin, oder? Geht der irgendwo hin? Ach, der geht, glaube ich, direkt zur Dolby-Anlage, oder? Nee. Der geht da hinten irgendwo hin. Keine Ahnung. Ach Gott. So, ich schalte mal direkt hier drauf um und zwar ach, da ist doch der Fernseher. Eine friedliche Lösung akzeptieren. Es mag nicht so gut sein wie ein Sieg, aber hey, es ist besser als nichts. Man könnte es akzeptieren, wenn es der echte Stein ist. Er ist es nicht. Überprüfen Sie es. Es ist eine Fälschung. Sie hat ihn gestohlen. Ich konnte es aus ihr herausfinden. Ich sage nur, überprüfen Sie. So, machen wir einfach mal hier. Hier geht es vielleicht ein Stück besser. So, sagen wir mal 3 für PlayStation 3. So, jetzt werde ich hier mal umschalten. Dolby-Anlage und 3. Dass er jetzt auf PlayStation 3 steht. Hier sage ich okay. Warum kommt denn an der Dolby nicht an? Habe ich jetzt umgeschalten an der Dolby-Anlage aus Versehen oder was? Kann sein, dass ich gerade die Dolby-Anlage umgeschalten habe.
D4. Hier natürlich auch auf PlayStation 4 schalten. Ja, irgendwann sieht man echt nicht mehr durch, Leute. Da hat man dann einfach, ne, 4. So. Da hat man dann einfach zu viel Scheiße. Ja. Oder habe ich hier was gemacht? A. Also A ist auf 4. Machen wir mal B auf 4. C auf 4. Okay. Also muss die Dolby-Anlage verstellt sein. Optical 2. Optical 1. Habe ich das rausgeruppt aus Versehen? Das kann natürlich auch wieder sein. Der ist drinne, der ist drin, der ist drin. Sind alle drinne. Ist doch nicht hier. So kann es kommen. So, aber ich habe ja hier meinen optischen. Da ist er. Der ist es. Der, wo ist er? Der. Der optische ist es. So. So. Jetzt finden wir einfach mal raus, welcher das ist. Vielleicht habe ich da auch Fehler gemacht und den falsch angeschlossen. Na komm her, wo bist du denn? Da bist du doch. So. So. Das ist doch der. Und das ist optisch 1. Und den habe ich gemacht auf D für Dolby. So. Jetzt testen wir das gleich nochmal. So. So. Optisch 1. Ist auch optisch 1 eingeschalten. Habe ich hier was vertauscht? So, da ist kein Ton drauf. Kann natürlich auch meine Dolby-Anlage in Arsch sein. Ich hoffe es nicht. Kommt doch irgendein Ton von 1 an, aber... Jetzt ist meine Dolby-Anlage aus, ist ja kein Wunder, dass da nichts kommt.
Optisch 1 ist es auch. Optisch 2. Optisch 1. So. Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Fehler gefunden. Die Dolby-Anlage. So, jetzt machen wir das mal hier lautlos. Ja, gut, hört er nicht so deutlich. Ah, meine Box ist auch umgekippt. Katzen mal wieder. So. Aber es kommt Sound. So, jetzt schalte ich hier unten einfach mal auf 3. Dass ihr das auch sehen könnt. Achso, ihn zu weit geschalten. 3. So. Ich schalte jetzt mit dem PlayStation 4 Controller immer noch hin und her. Und der Ton kommt trotzdem noch. Jetzt schalte ich hier auf der Fernbedienung. Ich habe es ja auf D wie Dolby-Anlage gemacht. Mache ich D3. Und jetzt steht sie hier unten auf 3. Habt ihr ja vielleicht gesehen, dass das grüne Lämpchen vorangegangen ist. Und jetzt kommt nichts. Ah. Meine Dolby-Anlage braucht leider etwas länger. Ich kann euch das auch beweisen. Seht ihr, jetzt kommt da was. Jetzt schalte ich hier auf 1. Ne, lassen wir mal auf 4. Schalte einfach im Fernsehen mal auf 1. Also auf Satellitenanlage. Der Ton ist aus am Fernsehen. Und jetzt schalte ich einfach D1 ein. Und das ist jetzt die Dolby-Anlage. Immer noch, weil der Fernseher, kann ich euch auch zeigen, steht auf 0. Der ist aus. Also hier unten steht 0. Jetzt kann ich wieder sagen, D4 ist die PlayStation 4. D3 ist PlayStation 3. Dann müssen wir kurz warten. Die PlayStation braucht immer ein bisschen. Und die Dolby-Anlage, die, ja, müsst ihr so eine kurze Millisekunde warten, bis der Ton übertragen wird. Und es geht alles. Ja. Hardware-Check zufrieden. So, jetzt können wir das Ganze ausschalten und schon ist die Dolby-Anlage aus. Beziehungsweise der Ligavo Matrix 4:4 ist aus. Ich werde den jetzt in Ruhe testen können. Ich werde heute schön Destiny spielen, werde Destiny Sound natürlich über meine Kopfhörer genießen. Weil, wie gesagt, Aufnahme habe ich, weil wenn ich aufnehme, habe ich immer Kopfhörer auf. So mache ich mir meine Eselsbrücken. Deswegen, Headset ist auf A, B ist gar nichts, C ist Capture, also Hauptaug, und D ist die Dolby-Anlage. Passt auch von D ist da oben, A, Aufnahme ist sowieso da, und Capture unten passt. Also hätte ich praktisch noch einen Ausgang frei, wenn ich jetzt eine Soundbar haben wollen würde und mir hier noch eine Soundbar hinstellen wollen würde, könnte ich dann natürlich den Sound über die Soundbar wiedergeben. Und somit schalte ich dann in der Fernbedienung einfach ein zwischen meinen vier Geräten. PlayStation 3, PlayStation 4, Receiver und der Matrix. Der hier unten, der 4:1 HDMI Matrix. Die sind meine vier Geräte, die ich angeschlossen habe. Aus folgendem Grund kann ich nochmal erklären, für die nicht wissen, wenn ich aufnehme, wenn ich jetzt zum Beispiel die Vimal aufnehmen will oder die TV-Box und da Sound im Hintergrund läuft, wenn der Fernseher an ist, nimmt das mein Mikrofon logischerweise mit auf und dann kommt Zurückkopplung zu Doppelschall und hast nicht gesehen. Wollen wir ja nicht. Deswegen geht alles hierhin, von hier zu meinem Headset. Und einmal zur Dolby-Anlage, weil ich möchte den Sound von meinem Receiver bzw. von der Maxdome-Box, von den Geräten, die hier angeschlossen sind, die kein HDMI haben, wie die Wii zum Beispiel, habe ich schon getestet. Die Wii macht selbst, wenn man das über ein Matrix den Ton abgreift und dann zur Dolby-Anlage macht, macht es wirklich einen geilen Sound. Hätte ich auch nicht geglaubt, aber ist wirklich so. Deswegen geht der halt auch da hoch. D geht dann natürlich alle vier Geräte auch zur Dolby-Anlage, wo ich dann halt umstellen kann. Und B ist jetzt noch frei. Und Capture deswegen, dass ich da den PlayStation 3 Sound, den PlayStation 4 Sound, den vom
von der Maxdome-Box, also von der Web-Video-Box, die auch Maxdome unterstützt, die auch in Hauptobcatcher packen kann, oder die Wii oder den Receiver, wenn ich den Receiver mal aufnehmen will, um euch da einen Receiver zu zeigen oder so, das mache ich dann alles über HDMI. Und der HDMI-Sound, der hier ankommt, kommt automatisch hier oben logischerweise jetzt an, weil ich die Beine jetzt gekoppelt habe, und kann dann halt alles auf Hauptobcatcher wiedergeben und habe da keine störenden Geräusche oder anderes. So, ich bin mal sehr gespannt, wie der Sound mit dem neuen rüberkommt. Ich denke mal, der wird wieder sehr geil sein. Was mir aufgefallen ist, jetzt möchte ich auch noch am Rande erwähnen, die Steckplätze für die optischen Kabel, die sich auf der Rückseite befinden. Ich werde euch das mal anhand des alten zeigen, und zwar diese, wo man die 4 Eingänge und die 4 Ausgänge befestigt. Die sind bei Digavo wieder sehr fest und sehr gut gemacht. Die Kabel halten wirklich sehr fest. Ich habe da keine Probleme, dass sie da rausfallen oder zu locker sitzen oder so. Es funktioniert wirklich alles einwandfrei. Den werde ich jetzt auf jeden Fall testen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich da nochmal, ich werde da nochmal ein Aktualisierungsvideo, denke ich mal, machen und euch dann nochmal ein kurzes Statement geben, wie ich damit zufrieden bin und ob das alles so geklappt hat. Weil da sind ja viele immer verrückt auf die Nachrichten von diesem, von Toxlink, das wird ja sowieso sehr gerne gesucht und so. Da werde ich euch denn da auf jeden Fall nochmal ein Feedback geben, weil das ist ja der erste 4:4. Sowas gibt es ja vorher noch, gab es vorher noch nicht, gibt es nur bei Digavo. Und da werde ich euch auf jeden Fall ein Feedback geben. Vor allen Dingen der Unterschied, es gibt schon andere, die halt auch Toxlink unterstützen und auf 2 bzw. 3 Quellen wiedergeben, aber nur den gleichen Sound. Da hat man einen Knopf, dass man sagen kann, man möchte Gerät A haben und dann geht Gerät A an alle 3 Geräte, Gerät B an alle Geräte, Gerät C und so weiter. Hier bei dem Digavo und auch bei diesem Digavo, der 4:2, der hat 4 Eingänge, 2 Ausgänge, ist es immer der Unterschied. Wir haben eine Fernbedienung dazu und wir können die 4 Ausgänge separat einstellen, separat steuern. Wir können sagen, wir möchten auf alle 4 Ausgänge den gleichen Ton haben oder auf alle 4 einen komplett anderen Ton haben. Ich habe dazu auch schon zu dem 4:2 ein paar Videos gemacht im alten Kanal, weil viele haben gefragt wegen Störgeräuschen und so. Deswegen werde ich hierzu auch nochmal ein Video oder mehrere Videos machen und euch dann so ein Statement geben. Wenn er genauso gut, was ich denke, und bestimmt, also ich kann mir nur anders vorstellen, wenn er genauso gut, wenn nicht sogar besser als der 4:2 ist, gibt es dort keine störenden Geräusche. Heißt, ich kann auf mein Headset, kann ich die PlayStation 4 wiedergeben. Auf die Dolby-Anlage kann ich die PlayStation 3 wiedergeben, wenn ich da irgendeine Musik laufen habe. Und aufs Hauptauge könnte ich dann zum Beispiel meinen Receiver wiedergeben und gleichzeitig irgendwie Receiver aufnehmen. Und ich hätte da null Probleme mit irgendwelchen Rückkopplungen oder überschneidenden Ton oder sonst irgendwas dergleichen. Da haben mich nämlich viele zu dem 4:2 gefragt. Ja, ist der Ton denn wirklich so gut? Gibt es da keine überschneidenden Geräusche oder doppelte Geräusche, dass ich zum Beispiel auf der Dolby-Anlage den Sound habe, der eigentlich auf dem Headset soll, oder dass auf der Dolby-Anlage ein bisschen Ton mitgeschleift wird von einem anderen Gerät? Bei dem 4:2 definitiv nicht. Überhaupt nicht. Da kommt wirklich nur der Ton an diesen Ausgang an, den man sich einstellt. Mehr nicht. Und genauso wird es hier auch sein, aber ich werde dazu nochmal ein separates Video machen, wenn ich ihn jetzt 1 oder 2 Wochen getestet habe oder die nächsten Tage habe ich ihn am Dauereinsatz durch PlayStation 4 und 3. Da werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal ein Video machen und so ein erstes Statement dazu geben und euch da auf dem Laufenden halten. Bis dahin verabschiedet ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.